Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Erst hieß sie Jusowa, dann Stalino und seit 1961 Donetsk. Es ist die ehemals fünftgrößte Stadt der Ukraine. Sie liegt in einer hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Steppenlandschaft und ist von kleinen Wäldern und Seen umgeben. Donetsk ist ein wichtiger Industriestandort, ein Kulturzentrum und hat mehrere Universitäten. Das war vor den russisch-ukrainischen Auseinandersetzungen. Im Jahr 2016 sah die Landschaft bereits anders aus. Durch ein Schlachtfeld reiste der Tubist und Komponist Klaus Burger aus kulturellen Motiven dorthin. Er schrieb Tagebuch. Hören Sie den dritten und letzten Teil der kleinen Reihe von Klaus Burger aus einer Zeit, die dem heute andauernden Krieg in der Ukraine voranging. Dann erzählt mir einer der bulligeren Typen, vielleicht knapp 40 Jahre alt, er kratzt an der Schweißnaht des Stockbettes, bis ich endlich verstehe, dass er Schweißer sei. Bis vor ziemlich genau 2 Jahren sei er Schweißer gewesen. Es gibt keinerlei Idee von einer Zukunft. Keiner hat eine Ahnung, was kommen oder noch passieren wird. Als Grund nennt mir der Bullige Dinge, von denen ich froh wäre, wenn ich sie noch wesentlich schlechter verstanden hätte. Doch von erschossenen Frauen und Kindern. Ich habe nachgefragt, die haben tatsächlich auch schwangere Frauen abgeknallt. Das war das, was ich gestern hoffte, missverstanden zu haben. »25.05.2016, 18:55 Uhr. Das war jetzt natürlich Amateurniveau, gleichwohl zauberhaft. Ballettgruppen, Sänger, Balalaika und Gitarrenspieler, ein Sketch über den Smartphone-Wahnsinn mit freundlicher Ermahnung, vor lauter Internetgestocher die Familie nicht zu vergessen. Glücklich sind die Menschen in diesem Vorort von Donetsk vor allem, dass keine Geschosse mehr einschlagen und Menschen töten. Das ist allerdings erst seit 2 Monaten der Fall. An dem hinteren Bühnenvorgang ist eine Art Friedenstaubenschwarm hingemalt. Drunter und drüber sind die Tafeln mit den Wünschen der Menschen angebracht, die Schlüsselworte für ein kommendes, besseres Leben. Soweit ich das verstanden habe, stand da angeschrieben: Hoffnung, Frieden, Familie, Kinder, Musik, Respekt, Liebe. »25.05.2016, 19:24 Uhr. Anschließend fuhr ich mit einer Kulturfrau und weiteren Menschen zu einem anderen Kulturzentrum, nicht weit vom ersten. Hier ist kein Betrieb mehr möglich. Man hat in der Zwischenzeit die eingestürzten Dachteile erneuert, doch es gibt einfach viel zu wenig finanzielle Zuwendungen, um es wieder herzurichten. Am Eingangsbereich hängen aus der früheren Zeit noch Fotos von den Orten, wohin die gereist sind, die hier ihre Projekte realisiert haben. Paris, Rom, auch Bochum dabei. Bochum ist oder war die Partnerstadt von Donetsk. Doch hat man seit Ausbruch des Krieges nichts mehr aus Bochum gehört. Tja, sagt der Direktor dieses vorher für 1000 Nutzer konzipierten Kulturzentrums, wir sind jetzt die Terroristen. Er bittet mich, ob ich denn etwas ausrichten könne, man habe schöne Sachen mit Bochum gemacht. Was soll ich denn ausrichten können? Ich habe in Baden-Baden dasselbe Problem mit der Partnerstadt Jalta, die, überhaupt zu erwähnen, seit 2 Jahren den Verdacht aufkeimen lässt, man sei Teil einer terroristischen Vereinigung.
das ist irgendwie im öffentlichen Raum so justiert, dass es quasi unanständig ist. Es ging eine Vielzahl von Geschossen nieder, die mit Stahlnadeln ähnlich wie Dartpfeilen gefüllt sind. Diese etwa 5 oder 6 Zentimeter langen Stahlnadeln zerfetzen natürlich alles Menschenfleisch in größerem Umkreis beim Explodieren. Man sagt mir, es seien etwa 50.000 solcher Dinger eingeschlagen. Am Anfang, erzählt man mir, sei der Widerstand gegen die UKOs noch gewaltfrei gewesen. Man habe Straßenblockaden veranstaltet. Doch die Blockierer wurden verschleppt und keiner hat sie je wieder gesehen. Dann eskalierte das sehr schnell. 250 Menschen sind in diesem Dorf umgekommen. Die freundliche Oma meinte, es wäre zwar immer noch schwierig, doch man hätte wieder Strom. Das Wasser sei miserabel, doch es schlagen keine Granaten mehr ein. Heute waren wir wieder in Oktjabrzki, dem sehr beschädigten Ort. Um 10 Uhr heute Morgen wurde dort ein Denkmal für die im Krieg umgebrachten Menschen dieses Ortes eingeweiht, zum 2. Jahrestag der Präsidentschaft von Poroschenko. Es waren vielleicht 3.000 Menschen gekommen. Weshalb man von pro-russisch spricht, kann ich nicht verstehen, denn die Menschen sind Russen. Durch das Ende vom Ersten Weltkrieg, die Revolution Lenins und Trotzkis, der Ukraine zugeschlagen worden. Nicht wenige Menschen sind zusammengebrochen und wurden weggetragen oder weggeführt. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Platz weinen sehen, ob Omas, Polizisten, Soldaten, Kinder. Ich stehe dazwischen, denke über die offizielle Position nach, die mein Heimatland in dieser Angelegenheit eingenommen hat. Terroristen, Separatisten, Kriminelle. Auf den Fahnen stehen Wahrheit und Frieden. Während der Enthüllung des Denkmals steigen weiße Tauben auf, man hört die Kanonen der UKOs wummern. Vielleicht, ich habe es nicht mitgezählt, 30 bis 40 Explosionen binnen 20 Minuten. Die Terroristen jedoch antworten wieder nicht. Es hat mir fast das Herz zerrissen. Die Opfer sind Musiklehrer, Lehrer, Schulkinder, normale Menschen gewesen. 250 in diesem Ort. Sie haben lange in den Kellern hausen müssen, bevor dieser Horror beendet war. Ich habe auch geweint, schäme mich nicht. Später waren wir an der Oper. Ich hatte ein schönes Gespräch mit dem Dirigenten, der sich über eine Kooperation freuen würde. Ich habe mein Anliegen vorgebracht und sie hören sich meine Sachen an und wir stehen in Kontakt. Die Donetsker Oper war sehr oft zu Gastspielen in Deutschland. Man wird in Schweinfurt, Aschaffenburg, ich habe vergessen, wo sonst noch, sich an diese freundlichen Menschen vielleicht noch erinnern. Traurig ist, dass es keinen Kontakt mehr gibt. Sehr traurig. Hoffentlich kommen andere Zeiten. Ich fahre heute Nacht mit meinem Gentle Driver Nikolai, dem höflichsten Autofahrer, den ich je erlebte, zurück nach Russland und morgen Abend, wenn alles gut geht, bin ich wieder zurück. Ich werde, wenn es geht, so haben wir ausgemacht, Ende September, Anfang Oktober wiederkommen. Und wenn ich darf, möchte ich wieder da wohnen, wo ich jetzt gewesen bin, den höflichsten und freundlichsten Menschen, die man sich nur vorstellen kann. Vielen Dank, ihr lieben Menschen. Auf Wiedersehen in Frieden. Spasibo bolshoi. До свидания. 26.05.2016, 18.55 Uhr. Noch ist Zeit, gepackt habe ich, mich von fast allen Menschen hier verabschiedet, umarmt. Spasibo za gosti primstva. Danke für die Gastfreundschaft.
Bin gespannt auf die Rückfahrt. Barfüßige, vermeintlich Althippie aus Deutschland an der Grenze von Novorossia nach Russland rein. Das Ambiente hat was an der Grenze. Das ist anders als in Deutschland. Mein Fahrer, der wunderbare Nikolai, Namensbruder allemal, hat zwei Kinder, Frau. Er ist der Fahrer der Institution. Presse, Fernsehen, Nachrichten und so weiter, wie Bayerischer Rundfunk oder SWR. Im Kofferraum sind immer Schutzwesten, sollte irgendwo Ungemach geschehen. Our Terrorists ist seine Standardfloskel, irgendwie zärtlich und bitter, wenn wir an Straßenreparaturen vorbeifahren. Viele erzählen mir, dass die Straßen- und Bauarbeiter der Kommune Donetsk wie Helden gerühmt werden, weil sie trotz dieses Beschusses, auch mit den oben beschriebenen Stahlnadeln und so weiter, die Straßen immer instand hielten, Tag und Nacht. Kaum vorstellbar. Doch es wird mir von etlichen berichtet, auch die Feuerwehren und Sanitäter. Auch von Zepp höre ich das, Amerikaner. Der ist eine Art Berühmtheit, Nichtraucher, Vegetarier und Pressemann. Immer vorn dabei. Er war mal GI, Armeesoldat und hat wohl einiges in Jugoslawien mitgemacht. Er lebte in New York, keine Dumpfbacke. Es wurde für ihn in Amerika unangenehm, als sein Gewissen und die veränderte Lebenseinstellung ihn, den Mainstream zu verlassen, befahlen. Er wollte oder musste da weg. Für ihn ist die NATO eine terroristische Vereinigung. So postet er. Gerade hat es geklopft. Der Chef bringt mir ein Glas mit russisch konserviertem Obst. Hände schütteln, umarmen. Wenn alles gut geht, bin ich in etwa 25 Stunden daheim. Na gut, ich kann dem Universum nur dankbar sein, dass ich so etwas tun darf. 6.48 Uhr. Ich bin nach 26 Stunden Reise gut daheim angekommen. Da im Sommer alle Institutionen geschlossen sind, wird meine nächste Reise in den Donbass erst Ende September, Anfang Oktober sein, dann jedoch regelmäßig. Ich muss völlig für mich neue Wege gehen und alles selber organisieren. Das haben bisher andere für mich gemacht. Zum Beispiel einfach sagen, dann und dann dieses und jenes. Eine Herausforderung an mich. Gute Grüße aus dem vollgefressenen Baden-Baden. Klaus Burger. Sie hörten den dritten und letzten Teil Donetsk im Jahr 2016. Tagebucheintragungen des Komponisten und Tubisten Klaus Burger. Mein Name ist Eva Schmidt. Haben Sie einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.